Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf dem Griefer Games Server und mit dabei ist der YPEX. Was geht ab, YPEX? Na? Ja, so, hallo. Freunde. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Duplizierer-Sachen gesucht, die ihr eben gemeldet habt. Und das machen wir in dieser Folge wieder, weil es haben nach der Folge so viele Leute noch Sachen gemeldet, dass wir auf jeden Fall da mal reingucken müssen. Und ja, die letzte Folge kam mega gut an bei euch. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr diesmal auch wieder einen Daumen nach oben geben könntet dafür. Also wenn ihr jetzt einfach mal auf den grünen Daumen drückt. Und beziehungsweise den Daumen einfach blau schlagt. Was gibst du mir eigentlich wieder bei? Du hast mir das in der letzten Folge gegeben und jetzt gebe ich dir das einfach wieder. Jetzt gibst wieder du mir den ganzen Dreck wieder, oder was? Ja, jetzt, ja, du hast mir noch aufgegeben. Wir lassen das einfach hier im Spawn jetzt. Okay, richtig, okay. Okay, wir lassen es. Er freut sich bestimmt irgend so ein neuer Spieler, ja, über das Dreck. Ja, wahrscheinlich, oder? So, jedenfalls machen wir das Ganze. Oh, ich mach mal kurz MSG Toggle an, weil ich hier gerade voll zugespammt werde. Außerdem, weil eben so viele Leute was gemeldet haben, gibt es einen neuen Befehl. Und zwar für alle Leute, die den Griefer-Rang haben. Und zwar den Befehl /Meldung, Leute. Mit diesem Befehl könnt ihr eine Nachricht eben abschicken direkt an mich, beziehungsweise, ja, ihr könnt einfach was melden. Wenn ihr nämlich einen seht, der dupliziert oder der irgendwie hackt oder sowas, dann macht ihr den Befehl /Meldung und schreibt zum Beispiel rein Name, YPEX, YouTube und dann schreibt ihr dazu zum Beispiel noch, er ist ein Arsch. So, dann könnt ihr das Ganze abschicken und dann ist das Ganze eben gespeichert und wir können später gucken und ihr habt eben den Duplizierer gemeldet. Also falls ihr jemanden erwischt, der eben duplizierte Sachen hat oder eben sie vielleicht sogar selber erstellt hat, macht das Ganze mal. Vielleicht prüfen wir es dann in einem der nächsten Folgen und ja, das geht auf jeden Fall für alle Leute, die eben Griefer-Rang haben und falls ihr es nicht wisst, Griefer ist gerade auch noch für 79 Euro im Shop erhältlich, ist nämlich stark reduziert. Wenn ihr Bock habt, checkt das Ganze ab, erster Link unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, YPEX, okay, und suchen am besten mal nach den ersten Plots, beziehungsweise nach den ersten Koordinaten, die uns gemeldet wurden. Ja, gehen wir auch mal ein bisschen durch. Da sind wir auch schon, Leute. Wo sind wir denn hier? Warte mal. Ist das ist wieder ein komplett leeres Plot, oder? Kann das sein? Wir sind gerade auf Citybuild 7 gelandet. Noch nicht da. Lol. Ah, warte, ich muss auf Citybuild 7. Okay, ach, bist du auf dem falschen Citybuild, oder was? Ja, ich bin gerade bei der allerersten Meldung einfach. Okay. Aber du musst eigentlich gar nicht kommen, weil ich habe einfach in die Truhe geguckt. Und hier sieht es für mich überhaupt nicht nach dupliziertem Zeug aus. Es ist einfach nur. Warte mal, ich kann dir das eigentlich geben. Das ist doch was für dich, YPEX. Warte mal. Okay, warte, ich bin jetzt. Bist du online? Ich packe sie einfach ins Inventar, ja? Oh mein Gott. Oh, du hast aber schöne Sachen. Du hast Blumen bekommen von den Spielern. Ja, ja. Oh, das ist aber nett. Seitdem ich diese Orchidee habe, bekomme ich Blumen. Ja, das hast du auch verdient. Leute, wenn ihr YPEX auf dem Server seht, schenkt ihm einfach Blumen. Oh mein Gott. Das hier war in der Truhe. Viel Spaß. Geh doch weg damit. Ich gebe dir das nachher wieder. Ich gebe dir das einfach wieder ab. Du brauchst mir das gar nicht geben. Also die erste Meldung hier von wem auch immer, die war nicht so gut, Leute. Die, ja. Wie auch immer, wir gehen weiter. Ich würde sagen, YPEX, in der Folge machen wir es mal so. Lass uns mal 10 gemeldete Plots angucken, okay? Okay. Wir gucken uns genau 10 Stück an. Oh, YPEX, ich bin gerade bei einer Koordinate. Ich bin irgendwie im Boden. Warte mal, ich gehe mal kurz Game Mode 3. Im Boden? Ja, es ist eine gemeldete Koordinate, die ist einfach hier mitten im Boden. Warte, ist hier eine Truhe? Warte mal, war da vielleicht mal eine Truhe? Warte mal, ich komme mal in den Game Mode 1. Komm mal nach hier oben, siehst du mich? Ich bin hier oben. Dich, ja. Also die gemeldete Koordinate jetzt gerade, die ist einfach hier in der. Ach, hier, guck mal. Hier war, glaube ich, mal was. Naja, da war ein Hohlraum, glaube ich. Okay. Wem gehört das Ganze denn hier? Dem Busted Guy und vertraut ist Bell Stars. Okay. Was ist denn das? Was? Warte mal. Digga! Lol. Also, kannst du da auch reingucken? Ja, ja, ne? Ja. Okay. Okay. Also Leute, das hier ist schon mal safe dupliziert. Okay. Da sind hier Zwieberköpfe, die könnten auch duplizieren. Hä, was ist das denn für ein Ding hier? Sind hier noch mehr Sachen drin? Ich gucke jetzt mal alle drin durch. Yo, hier sind auch ein paar Eier. Oh mein Gott, hier sind aber Jan. Was ist da vorne? Oder ich gucke da mal rein. Ja, die. Oh, ich glaube sogar, wir haben hier einen Duplizierer gefunden. Die Frage ist, wer von beiden ist das, Leute? Ist es der Busted Guy oder der Bell Star? Weil der ist ja auch vertraut, weißt du? Bell. Aber ich würde mal sagen, bei den ganzen Dracheneiern ist das schon mal safe. Komm mal zu Slash PH Bell Stars. Ich komme sofort. Ich will nur eben das Plot noch clearen, weißt du nicht, auf jeden Fall, ja. Weil das können wir hier nicht lassen, Leute. Jo, hier sind auch noch ein paar Beacons. Ja, moin. Badrock hat er auch noch ganz viel. Lol, er hat Köpfe von so einem Legend Kotzi dupliziert. Alter Schwede. Alter, okay. Ja, das kann noch mehr Eier dupliziert. Er hat auch noch Endportal rein gedupt, ja, alles moin. Er hat wirklich alles gemacht, glaube ich. Ich glaube, er ist einfach die komplette Reihe durchgegangen. Er hat sich so gegönnt. Wisst ihr was, Leute? Der heißt Busted Guy. Ich clear das Plot hier erstmal. Und wir checken natürlich auch noch ab, ob der Busted Guy vielleicht noch weitere Plots hat. Warte, ich guck mal hier schnell mit Game Mode 3, nicht, dass da irgendwas noch lagert. Das sieht gut aus. Ist bei dir denn noch was, YPEX, was wir abchecken müssen? Ja, ich bin hier gerade zu Bell Stars gegangen. Ja, das hier könnte auch gelandet sein, aber. Warte mal, hier ist ein P, okay. Das ist das Grundstück von Bell Stars.
Ja, aber ja, gut. Das hier ist, das sieht aber komisch aus, ne? Also ich will den jetzt nicht verurteilen, weil ich meine, diese Beacons hier kann man halt haben, wenn man reicher ist, Leute, geht das auf jeden Fall. Aber hat der vielleicht irgendwie noch Truhen oder so? Wurde irgendwas, hier ist noch eine Truhe, ich guck da mal rein. Hier unten sind Truhen, ja. Ja, hier ist jetzt gar nichts drin und hier ist nur so ein Schwert drin. Hm. Also ich denke, bei dem können wir jetzt nichts machen, weil der, ja, der hat halt nichts dupliziert, ne? Der andere aber eher schon, also weiß ich jetzt nicht, was wir da machen sollten. Ich meine, wir wissen halt nicht, ob es jetzt der Spieler war, der getrustet ist, der es ganz gebaut hat, oder der Typ, dem es halt gehört, weißt du? Das ist jetzt schwer herauszufinden. Tatsächlich. Aber grundsätzlich ist ja eigentlich der, dem das gehört, der hat ja die Verantwortung dafür, weißt du? An sich schon, eigentlich, also eigentlich hat er schon Bann bekommen müssen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, müssen wir den Spieler bannen, der gerade so viel dupliziert hat? Das war ja der Busted Guy. Oder müssen wir den nicht bannen? Schreibt ein bisschen einfach mal jetzt in die Kommentare, wäre ganz geil. Und denkt bitte auch dran, den Daumen nach oben zu drücken. Das wäre mega nice von euch. Und ich würde sagen, wir checken direkt mal das nächste gemeldete Lager ab und gucken mal, was da los ist. Diesmal sind wir auf Citybuild 2, Leute. Warte, ich muss mich mal ganz kurz heilen. Ich glaube, die Truhen hier vorne sind gemeldet, Ypex. Ja, genau, diese vier beiden Stück hier. Ne? Ja. Interessant, wir haben hier ein Haus. Also der Spieler sieht für mich jetzt erstmal relativ normal aus, weil er hat hier ein Haus, weil er hat ein paar Beacons. Er hat einen Shop sogar. Einen Shop sogar, ja. Ja, hier, alle Preise sind Festpreise. Hier, dein Kopf 1,1 oder... Nee, der Beacon 1,1, da steht einfach dein Kopf drauf, okay. Beacons. Hier ist auch nichts Krasses gespendet worden. Also wir gucken natürlich erstmal ganz normal ein bisschen in den Shop rein, Freunde. Aber hier sieht mir alles gut aus. Der hat einen normalen Banner-Shop, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, aber wie gesagt, gemeldet sind halt die Truhen da vorne am Rand, diese vier Truhen, ne? Die da. Hm, die hier. Leute, die hier am Rand, siehst du die nicht? Ja doch, ich sehe sie jetzt, ja. Die sind gerade irgendwie geladen. Die öffnen wir auch direkt mal. Okay, die erste ist leer, die zweite ist leer, die dritte ist vier Eisen nur drin und die letzte ist auch leer. Okay, also wer immer das hier gemeldet hat, ich glaube, der hat sich vertan, weil das sieht mir gut aus. Ich gucke zur Sicherheit nochmal unter der Erde, aber ich glaube nicht, warte mal, ist da unten noch was? Da ist ein Lager, warte mal ganz kurz. Ein Lager? Ich fliege mal ganz runter, nicht, dass wir jetzt was übersehen. Ich nehme mal kurz eine Fackel mit, Leute. So. Also hier ist schon mal nichts. Was ist da unten noch? Hier ist irgend so ein Raum noch. Was macht der denn da? Lol. Hm, der hat sich da runtergebuddelt und hier ist dann... Was macht der denn hier? Also was immer gemeldet wurde, ich sehe jetzt hier nichts Verdächtiges. Ne? Das ist von dem Virix. Okay. Okay, der hat noch Oh, der hat aber noch andere Grundstücke. Ja, noch andere, okay. Warte mal. Was ist das denn hier? Ich muss mal ganz kurz in die Truhe gucken, das sieht mir aber verdächtig aus. Ypex, helf mir bitte, guck ich auch mal in die Truhe. Das sieht mal sehr, warte mal, ist hier vielleicht was Gedupedes bei? Das kommt mir auch bekannt vor, waren wir in der letzten Folge vielleicht auch hier oder so? Echt, waren wir? Weiß nicht, hier ist Kohleblöcke, okay. Lapis. Ich weiß nicht, also das ist natürlich, der hat so ein richtig weirdes Lager jetzt schon wieder. Aber ich meine, das kann auch alles einfach Legit sein. Reserviert, der hat hier ein Reservoir oder so, hä? Reserviert, okay. Okay, also ich würde sagen, da können wir jetzt nicht viel machen. Das sieht mir jetzt nicht verdächtig aus. Ich glaube, da hat einfach jemand sich vertan. Das ist vielleicht einfach nur ein reicherer Spieler und der hat jetzt, glaube ich, gar nichts dupliziert, weißt du? Also da würde ich sagen, ja, ich glaube, hier ist jetzt alles okay. Da gehen wir am besten mal weiter zum vierten gemeldeten Grundstück, Leute. Oh, wo sind wir denn jetzt, Ypex? Wir sind auf Extreme. Wir sind auf Extreme, okay. Warte mal. Hier ist gar nichts, oder? Also es ist, glaube ich, das Grundstück hier von diesem... Home One, okay. Okay. Siehst du hier irgendwas? Warum hat denn jemand hier oben einfach... Leute, das checke ich zum Beispiel nicht. Irgendjemand hat die Koordinate eingereicht, hier oben einfach an der Erde, aber hier ist halt gar nichts, ne? Obwohl... Hier ist so ein Loch. Obwohl, ich wüsste vielleicht wieso. Ich glaube, du weißt auch wieso, oder? Warum? Also wieso das hier vielleicht gemacht wurde, weil da mal eine Kiste stand. Du meinst, weil die hier war und dann hat die einer weggeschafft, oder was? Ja, also vielleicht war hier mal irgendwas. Also ich sehe halt hier gerade gar nichts, weißt du? Hier sind halt sehr viele Höhlen und so, man könnte jetzt auch gucken. Aber was immer hier gemeldet wurde, Leute, hier ist halt irgendwie nix. Er hat hier irgendwie nur nach unten gebaut. Siehst du dieses Tunnelsystem? Hier ist ein Tunnelsystem? Wirklich? Ja, also keine Ahnung, der hat hier von der Seite rein... Hä, doch, hier von der Seite reingebaut. Warte, ich komme mal zu dir, TPO-Ypex. Überhaupt? Hä, wo bist du denn gerade? Hier ist doch gar nichts. Ja, unten. Ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe, aber ich glaube, die gehört für ein anderes. Was? Wo siehst du denn? Ach, das meinst du hier, aber ich glaube, das war ein anderer Spieler. Ich glaube, das ist vom Nachbarn. Okay. Ich glaube, das ist der Nachbar, Ypex. Okay. Also ich glaube auch, was immer hier war, entweder es wurde weggeschafft oder es ist wieder ein falscher Report. Hier ist auf jeden Fall auch nichts. Wir gehen zum fünften Grundstück, Leute. Und wir sind auf Citybuild 2. Hier steht, alle Items stammen aus der Produktion von
Der JP und Jonas Skelettfarm, okay. Okay, okay. Der JP. Hier ist ganz viel Dreck. Also gemeldet wurde diesmal die Truhe hier vorne in dem Raum. Was ist das überhaupt? Spawnplot. Ist das ein Spawnplot? Wirklich? Ja, hier vorne sind warte, ich geh mal gucken. LOL! Hier ist halt wirklich der Spawn! Ja, Mois. LOL! Okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz nach mit PI. Das Ganze gehört El Castiel. Den kenne ich jetzt gar nicht vom Namen, aber ich glaube, der JP kenne ich vom Namen und ich glaube, es ist ein sehr reicher Spieler. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Truhe hier vorne im Keller, die gemeldet wurde. Welche waren das nochmal? Da glaub, alle hier, Items ne? stammen aus Produktion von irgendwas, glaube ich. Hier ist ja gar nichts drin, hä? Okay. Das ist einfach eine Diamantachse. Also, was immer hier schon wieder gemeldet wurde wegen angeblichen Duplizieren, hier ist irgendwie auch wieder gar nichts. Ich glaube, also, einige sind einfach nur ein bisschen mad, dass er ein Spawnplot hat oder so. Es kann auch sein, dass der Typ hier einfach nur reich ist, weißt du, und irgendeiner war neidisch, hat sich gedacht, ja komm, weißt du was, wenn der so reich ist, ich melde den einfach mal jetzt schön im Forum, weißt du. Dann naja, hat er das ist halt. Ja gut, Leute, gehen wir auf jeden Fall weiter, ab zum 6. gemeldeten Grundstück. Okay, hier sind zwei Spieler. Hier sind, lol, das ist einfach nochmal eine Koordinate, die wieder von diesem JP und von dem Jonas gemeldet, also das sind die, die gemeldet wurden, wisst ihr? Okay. Was ist das denn hier? Wir sind auf jeden Fall auf Extreme jetzt. Was ist alle das denn stammen hier? Aus der Produktion von Jonas, stand das nicht gerade? Warte mal, ja, das stand da auch, das ist halt genau dasselbe. Lol. Ist das hier vielleicht so eine Wizard Farm? Was macht er? Warte mal, was ist das denn hier oben? Infowand, liebes Teammitglied, welches dieses Plot gestoßen ist, okay. Du hast gerade die AFK-Farm von der JP gefunden. Die Farm ist nach den Serverregeln erlaubt, schreibt er. Das beurteilen wir natürlich gleich selber. Okay. Alle Accounts, die hier farmen, sind legal gekaufte Minecraft-Accounts. Okay, und keine alten Accounts. Das ist auch gut. Und der Trick ist dann, okay. Okay. Also ich glaube, es ist irgendeine Farm, die automatisiert läuft. Interessant. Was fahren die denn hier, Wipex? Hast du da eine Ahnung? Ich glaube, einfach Wizard, oder nicht? Also meinst du, die fahren Wizard? Also hier in der Mitte kommen wahrscheinlich einfach Wizard-Dinger hin und... Jo, wie fett ist das ganze Ding denn auch? Das ist ja, so fett! Ja, spawnt halt einfach irgendwie locker 3000 Wizard oder so. Warte, ich guck mal hier vorne rein. Also hier sind Köpfe. Was macht der denn hier auch in der Mitte? Oh, er hat eine Truhe voller Soul-Set. Oh gut, ich meine, der ist nicht teuer, aber der hat eine ganze Truhe voll. Und hier... Hast du das Ding hier schon in der Luft gesehen? Ja, moin. Ja, da in der Luft war ich gerade schon. Ach, er hat einfach eine Truhe voller Nether-Stars. Aber ich muss sagen, ich meine, den Namen hier, ich weiß, dass der Spieler reich ist, Freunde. Den kenne ich nämlich schon aus einigen Videos, der war auch in einigen Livestreams dabei. Und, ich meine, Jonas kenne ich, glaube ich, noch nicht vom Namen. Aber ich weiß, der ist reich und es kann durchaus sein, dass das echt noch eine legale Farm ist. Ja. Und da muss ich sagen, eine legale Farm werden wir natürlich auf gar keinen Fall löschen, Leute. Da machen wir natürlich gar nichts. Wie auch immer. Also Leute, sowas machen wir natürlich nicht kaputt. Und ich würde sagen, wir gehen natürlich auch direkt weiter, weil ich meine, ne, das ist alles legal, hier ist nichts verboten. Aber wenn ihr irgendwas habt, Leute, meldet es dringend im Forum oder per E-Mail. Oder wenn ihr Griefer seid, einfach /Meldung, dann kommt das Ganze bei uns auch an. Ich glaube, hier ist noch nicht installiert, das müsste aber installiert sein, wenn das Video rauskommt. Weil wir das Ganze extra gerade komplett neu entwickelt haben, damit wir das Ganze öfter machen können. Und wir gehen jetzt weiter. So, da sind wir auch schon. Wir sind wieder in irgendeinem Lager gelandet. Ja, moin, hier sind aber gemeldet wieder Banner. Sind die Thron hier unten. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wir sind schon wieder auf Nature, wir sind echt ständig auf Nature. Was hat der denn hier gemacht? Was ist das denn? Komm mal zu mir, guck mal hier nach unten. Was hat, ich geh mal, hier laggt's auch gerade voll auf Nature, kann das sein? Wieso hat Nature denn gerade bei 36 Spielern eine 11er TPS? Ja, moin. Also das heißt, der Server ist gerade zur Hälfte am laggen, das ist ziemlich krass. Interessant, was ist das denn hier alles? Sollte nicht so sein. Was hat der denn hier? Hier ist nur eine Truhe irgendwie. Ich kann die Truhe auch kaum öffnen, weil es so laggt. Ja, das dauert halt ewig. Das ist mir schon wieder sehr suspekt, Wipex. Ja, also gerade wenn wir auf Nature und Extreme sind, habe ich das Gefühl, dass da ständig Leute sind, die wirklich was dupliziert haben. Ich gehe am besten jetzt mal einfach oben gucken. Wir gucken einfach mal direkt in die Truhen, die gemeldet wurden. Aber es sind auf jeden Fall jede Menge Farm hier am Start und so. Das ist, glaube ich, nämlich der Lego-Star. Der wurde eben gemeldet. Ich kann auch PI nicht aufrufen, ja, Wipex. Moin, also ich kann echt gerade gar nichts machen. Warte mal, Lego-Star ist der gemeldet wurde. Und ich weiß, dass dieser Professor Dr. Erik, der war vorhin auch schon mal getrustet. Das ist aber... Das, ja, den Namen weiß ich noch. Der war auch schon mal getrustet. Interessant. Also hier ist erstmal noch alles egal, also alles legal und legit, Leute, ist alles gut. Aber gemeldet waren ja hier vorne, glaube ich, die Truppen. Ich weiß nicht, ist nur ein Aufzug. Ich komme nochmal zu dir. Ach genau, dir ja, waren das, genau. Hier, ja. Und wir haben Steine, okay. Wir haben, was haben wir noch? Erde. Wipex, hier ist eine Truhe für dich, die kannst du dir gönnen. Nein. Damit. Leere Truhe, was noch? Noch eine leere Truhe und jetzt wird spannend, leere Truhe. Yes. Und, was noch? Guck mal, der Server hat gerade 45% Leistung. Ich kann gar nichts machen, Abge. What the fuck? Was ist denn hier los, Leute? 31%? Ja, was machen die denn gerade hier? Kann das sein, dass irgendeiner gerade versucht zu duplizieren oder sowas, Wipex? Könnte sein, ja. Nicht, dass der Bug, den wir gefixt haben, dass der doch noch geht, weißt du?
Na, abgeschreibt einer. Okay. Wir sind auch Vanish und der weiß, dass wir da sind. Interessant. Okay. Also ich sehe jetzt hier gerade keine weiteren verdächtigen Sachen. Oder siehst du noch irgendwo vielleicht eingebaute Truhen oder sowas? Ja, okay, okay. Ich glaube, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Boah, wie viele Zeug ist hier denn noch? Also ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen, Wipex. Aber das ist mir alles suspekt, dass das Server auch gerade so laggt, weißt du? Ja, ich versuche gerade... Es ist voll... Was ist denn das hier? Ey, was machen die denn hier gerade, Leute? 8,6 jetzt als TP. Okay. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt mal weiter. Wir untersuchen es aber nach dem Video auch nochmal, warum das hier so laggt. Nicht, dass der Bug, den wir gefixt haben wegen dem Duplizieren, dass der doch noch geht. Das wäre ziemlich blöd. Da sind wir beim nächsten gemeldeten Plot, Leute. Und zwar diese beiden großen Türme hier vorne. Da bin ich mal gespannt, Wipex. Okay. Hast du schon reingeguckt, oder was? Nee, ich habe nicht reingeguckt. Gibt es hier denn Truhen? Also hier sehe ich jetzt eine Truhe. Hat der noch mehr oder so? Ich sehe wirklich gar... Hey, wo hast du denn eine Truhe gesehen? Hier ist ein Spawner. Oh, hier unten sind auch noch Truhen. Ich gucke direkt mal hier unten rein. Ist da irgendwas denn? Er hat einen Spawner auf jeden Fall hier in der Mitte. Also in dem Fall wurde nämlich hier das ganze Grundstück gemeldet, Leute. Und hier sind 64 verbuggte Holzstufen, okay. Warte, ich komme mal zu dir. Oh, warte, hier ist noch irgend so ein Lagersystem. Ah, hier ist alles gut. Ich komme mal kurz zu dir, Wipex, mal eben gucken. Wo bist du denn vorne? LOL, er hat einfach eine Creeper-Farm. Ja, das habe ich sogar gesagt. Ja, moin. Ja, er hat okay. eine Farm hier und hier hinten sind 64 verbuggte Holzstufen, aber... Wo sind die denn? Warte mal, geh mal dahin, bitte, die will ich mal sehen. Bin ich. Wo denn? Rechts, also in der Kiste hier direkt, hier, in dieser Kiste. Ach da! Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, krass. Ja gut, ich meine, die verbuggten Holzstufen, das kann sein, dass man die theoretisch hat, Leute. Das ist erstmal alles okay. Aber ich glaube, oben war noch diese eine Truhe, ne? Hier oben. Hier so oben war sind 1, 2, 3, 4. Warte mal, ich muss mal eben mich zurechtfinden. Diese Burg ist so ein bisschen komisch gebaut, weißt du? Die ist vollkommen zu klein. Ist halt ach genau, die Truhe meine ich hier. Warte, ich gehe mal aus dem Vanish, dann siehst du mir nämlich auch. Diese eine Truhe ist, glaube ich, noch da. Hat er irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Dann gucken wir am besten in die Truhe. Ach, da oben auch? Warte, wollen wir erst... Ja, ganz oben. Nee, ich gucke erst unten rein, dann oben, okay? Okay, also machen wir am besten mal das hier auf. Und ich glaube, in der Truhe ist zum Beispiel nicht viel Wipex. Das sieht mir jetzt nicht noch viel aus. Und los! Wir haben... LOL! Wir haben 3x64 Brenner 77 Köpfe. Vor allen Dingen 8x magischer Geburtstagsspawner. Stimmt, 8 Spawner. Und magische... Stimmt, das sind die von... Ja, von wem sind die denn nochmal? Das sind einmalige Spawner, ne? Ja, es müssen eigentlich gar keine 8, also maximal 8 oder 10 davon eigentlich existieren. Sticks. Der hat 15er Knockback-Sticks. Ja, die kommen ja aus den Lucky Blocks, aber 3 Stück davon ist auch schon wieder... Warte mal, das ist doch... Lol. Okay, der hat im Ofen auch nochmal 8 Spawner. What the hell? Guck mal in den Ofen rein, Wipex. Er hat im Ofen auch nochmal 8, okay. Ich guck mal ganz kurz in die Truhen oben. Ich weiß jetzt nicht, was da noch kommt, aber das sieht mir sehr, sehr weird aus. Also das ist mal wirklich ein sehr, sehr komischer Typ. Also in den Truhen oben ist zum Beispiel gar nichts. Ja, das kann aber Wipex, ganz ehrlich, gerade die magischen Spawner, das weiß ich noch. Diese Spawner sind doch super selten, oder nicht? Ja, die müssen eigentlich selten sein. Also, dass er davon 8 Stück hat, wäre schon krass. Also, das würde ich weißt du, wie viele davon verteilt wurden von diesen magischen Spawnern? Also, ich glaube, es gibt doch von den Freundesblumen gibt es doch mehr als von den magischen Geburtstagsspawnern, oder? Ja, eigentlich sollte es da nur 2 Stück oder so von geben. Also, ich bin jetzt nicht sicher mit der Zahl, aber maximal auch, 2. Auch ganz ehrlich, allein, dass der hier 3 Stacks Brenner-Köpfe hat, das muss dupliziert sein. Ja, safe. Auf jeden Fall. Das muss. 1, 2, 3 heißt der. Also Leute, in dem Fall, ich finde nicht, also er hat jetzt nicht so krass dupliziert wie andere, deswegen nehme ich ihm jetzt nur diese Sachen weg und ich clear natürlich einfach sein Haus mit P-Clear. Bannen werde ich in dem Fall nicht, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube, der hat safe auch noch größere Mengen irgendwo versteckt, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Den Namen werden wir uns auch merken, Wipex. Da ist das nächste gemeldete Plot, Leute, und zwar ein Mitglied der Ass-Wipex, der Anti-Scammer-Society. Wie viele Kisten sind denn hier? Was macht der denn hier? Wo bist du denn gerade? Meinst du drin, oder was? Ja, ja. LOL, der hat dir kreuz und quer einfach Kisten gebaut. Was macht der hier? Warte, ich kläre mal kurz mein Inventar, damit ich direkt sehen kann, wenn du was dupliziert ist. Das ist eine neue Verwirrungstaktik hier. Warte mal. Okay. Also das ist natürlich super nervig, wenn jetzt hier irgendwas Dupliziertes drin ist, dass man das überhaupt findet, weißt du? Ja, ist krass. Okay. Ich meine, wir prüfen natürlich gründlich, was abgeht, Leute, wenn einer uns was meldet. Aber das Ding ist, hier ist aber gar nichts, Wipex. Hier ist wieder, ich glaube, er hat mir, vielleicht, ganz ehrlich, Wipex, ich kann mir Folgendes vorstellen hier. Ich glaube, der hat hier Mitglied der Ass draufstehen draußen, also eine Ass-Karte. Und wahrscheinlich hat er jemanden gescammt und irgendjemand hat sich geärgert. Hat sich gedacht, weißt du was? Weil sein, er mich gescammt hat, melde ich dann einfach mal als Duplizierer oder so. Weil hier sehe ich gerade einfach nichts, weißt du? Siehst du irgendwas Interessantes hier noch? Ich sehe einfach nur. Hier ist einfach nur normaler Stuff. Einfach nur Crap drin teilweise. Warte mal, ich gehe mal in Game of 3. Vielleicht ist ja irgendwas noch versteckt. Was ist denn hier? Warte mal, ich muss mal eben eine Fackel mir cheaten.
Warte mal, was ist denn hier los? Ist da eine genauere Koordinate? Ach, nee. Ich dachte schon, hier ist was. Nee, das ist einfach nur das Plot gemerkt worden. Okay. Ich dachte, hier ist was, YPEX, aber hier sind nur Notenblöcke. Also der hat irgendeine Klingel gebaut wollen. Ist da vielleicht noch irgendwas? Ich guck nochmal in Game Mode 3 so ein bisschen. Weil hier hinten sind Spendentruhen, aber... Okay, also hier ist noch eine Truhe so ein bisschen versteckt. War auch nichts drin. Ist auch nichts drin. Ja. Hier, wieso ist da ein Zaun in einem Ofen drin? Hä? Zaun in den Ofen, okay. Der hat Zäune in den Ofen gepackt. Ah doch, das brennt, glaube ich. Zäune brennen? Okay, krass. Ich glaube schon, ja. Also wie, für mich sieht das hier relativ normal aus. Es sieht jetzt nach nichts Krassem aus. Also Leute, ganz ehrlich, ich glaube, der hat hier gar nichts gemacht. Der wurde einfach zu Unrecht gemeldet. Das ist nämlich der Kruma. Da würde ich sagen, ist jetzt nichts irgendwie krass Auffälliges oder fällt dir noch irgendwas auf, YPEX? Nee, also irgendwas einen ganz normalen Shop oder so, ne? Ja, für mich sieht das auch ganz normal aus, keine Ahnung, warum der gemeldet wurde. Okay, es gibt oben noch so ein paar Truhen, ich kann da mal ganz schnell ein bisschen durchgucken, aber es sieht wirklich... Ja, habe ich gerade schon durchgeguckt. Ja, also, das sieht... Da oben warst du schon komplett, oder was? Ja, ja. Okay, Leute, ich glaube, hier war nur einer böse und deswegen sowas reingeschrieben, dass der angeblich dupliziert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter und zwar zum letzten. Wir haben ja gesagt, wir kontrollieren heute 10... Haben wir 10 Leute gesagt, YPEX? Ja, wir haben 10 Leute gesagt, Das heißt, wir kontrollieren jetzt den 10. noch den allerletzten und ich bin gespannt, ob wir einen Duplizierer finden. Denkt bitte dran, Leute, wenn ihr einen erwischt auf dem Server, der dupliziert und ihr habt Griefer, dann meldet ihr bitte mit /Meldung. Das müsste installiert sein, sobald das Video raus ist. Hier auf CityBit 4 geht es halt ab dem Server-Restart auch. Und dann gehen wir am besten mal zum nächsten. Da sind wir auch schon, Leute. Und ich habe schon gesehen, du bist gerade unter der Erde, weil hier ist einfach mal wieder gar nichts. Er hat einfach nur... Lol, er hat sich einen Rand... Er hat Ränder rausgeschoben mit dem Randtrick. Guck mal hier oben. Ach so, lol. Okay, lol. Alles klar. Ach so, vielleicht wurde er deswegen auch gemeldet oder sowas. Hier sind auf jeden Fall Ränder. Ist da irgendwas sonst unter der Erde oder so? Irgendwas am Start? Unter der Erde. Ich guck mal nach oben. Hier ist irgendwie... oben ist nichts, glaube ich zumindest. Hier ist ein Trichter nur. Trichter, okay. Warte mal, ist da irgendwas... Also, hier ist einfach nichts drin. Hey, jetzt ist das für ein Blatt schon wieder. Das ist nichts. Ja, moin! Ja, moin! Was ist das denn? Ja, was? Guck mal in den Trichter rein! Ja, ich komme irgendwie in einen Trichter rein, warte. Lol. Okay. Lol. Er hat Lord Varus Freundeblumen 52 okay. Stück. Die sind, glaube ich, halb so viel wert wie abgefreunde Blumen, aber die sind arsch viel wert. Ja, what the 52, hell? Niemals wurden davon 52 an eine Person rausgegeben. Thoma ist der Übeltäter und Proxy HD ist noch getrustet, aber wisst ihr was? In dem Fall glaube ich, dass der Thoma hier der Einzige ist, der was gemacht hat, weil hier ist einfach nichts gebaut, weißt du. Ich glaube nicht, dass sein Freund hier irgendwas untergeschoben hat. Ich glaube, das weiß er schon ganz genau, was hier abgeht. Ja. Das hätte er nicht getrustet. Also wenn die jetzt da ein Haus bauen würden, weißt, dann würde ich sagen, man weiß ja nicht, wer das war, aber in dem Fall hier ist halt nichts gebaut worden. Würde ich mal sagen, Thoma, du bist hier relativ erfrischert, hat ertappt, du kriegst safe nochmal einen Bann für ein Jahr, weil du eben dupliziert hast. Leute, schreibt bitte eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Denkt auch dran, euch einen Daumen nach oben zu drücken. Das war jetzt das 10. Plot, was potenziell ein Duplizierer war. Und denkt dran, mit /Meldung könnt ihr, wenn ihr Griefer habt, und der ist gerade auf 79 Euro reduziert im Shop. Also ziemlich stark reduziert, so hart wie lange noch nie. Erster Link ist dazu auch in der Beschreibung. Könnt ihr das Ganze euch holen und eben Duplizierer melden. Wenn ihr eben jemanden habt oder jemanden, ja, einfach den wir uns mal angucken müssen, weil er irgendwas Mieses macht, schreibt eure Nachricht dazu. Zum Beispiel, habe einen Duper gefunden und dann am besten noch den Namen oder sowas hier wie YPEX YouTube. Und dann können wir das Ganze vielleicht in der nächsten Folge mal kontrollieren. Jetzt noch einen sehr schönen Tag, Freunde. Haut rein, bis dann und tschüss.